sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie herzlich zur sonntagnachmittäglichen Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Barten zwischen Macht und Möglichkeit und begrüße Sie herzlich, vor allen Dingen auch unsere Vortragende des heutigen Nachmittags, Frau Professor Dr. Monika Wagner. Sie ist ja hier bestens bekannt als Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg, war hier tätig in den Jahren 87 bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 2010. Ich würde trotzdem gern ein paar Worte sagen zum Lebenslauf von Frau Wagner. Sie hat zunächst Malerei studiert in Kassel bei Fritz Winter, bevor sie dann Kunstgeschichte, Archäologie und Literaturwissenschaft in Hamburg und London studierte. Sie war viele Jahre an der Universität in Tübingen tätig, dann hat sie das Funkkolleg Moderner Kunst geleitet und dann eben im Jahr 87 nach Hamburg gekommen als Professorin, wo sie dann wirklich fast ein Vierteljahrhundert tätig gewesen ist. Beeindruckend, ja, genau. Neben ihren Studien und Veröffentlichungen, insbesondere zur Kunst des 19. Jahrhunderts, englische und deutsche Malerei, unter anderem zum Beispiel William Turner, hat sie sich sehr mit dem Material der Kunst beschäftigt nach 1945. Es gibt ein Buch von ihr, das sehr bekannt geworden ist mit dem Titel Das Material der Kunst, eine andere Geschichte der Moderne aus dem Jahr 2011. Und auch schon davor, in den Jahren davor, hat sie sich stark mit Materialikonografie beschäftigt. Es gibt auch ein Lexikon des künstlerischen Materials, Werkstoffe der modernen Kunst von Abfall bis Zinn aus dem Jahr 2002. Seit geraumer Zeit arbeitet Frau Wagner zu sozialen Oberflächen, Texturen im öffentlichen Raum, wofür sie auch letztes Jahr auf Einladung des Gettys recherchierte und publizierte. Dazu gehört jetzt auch im weiteren Rahmen der heutige Vortrag. Er trägt den Titel Warteräume zur Gestaltung transitorischer Räume. Das sind typische Orte des Wartens, Bushaltestellen, Bahnhofshallen, Flughäfen, Hotellobbys. Hiervon erzählt ja auch unsere Ausstellung Warten. Wir haben ja hier draußen dieses Wartehäuschen von Michael Salzdorfer. Das haben Sie ja gesehen auf dem Weg hierher. Dann haben wir ein Wartezimmer von Tobias Rehberger. Wir haben Fotografien von Bushaltestellen, beispielsweise von Ursula Schulz-Dornburg in der Ausstellung oder auch einer U-Bahn-Station, einer mehrstöckigen von Andreas Gursky. Zwischen An- und Abreise, dem Hier und Dort, werden diese zu transitorischen Räumen, diese Warteräume. Wie sind diese möbliert? Was sagt uns deren Architektur? Wie verhält sich die Geschichte dieser Orte zur Zeichensprache der Materialien? Darüber, wodurch sich die Gestaltung dieser sozialen Räume auszeichnet und welche Ansprüche diese Nichtorte genügen müssen, darüber wird Monika Wagner nun sprechen. Und bevor ich das Wort an Sie übergebe, wollte ich noch hinweisen auf unser weiteres Begleitprogramm. Das finden Sie in dem Flyer. Ich habe es teilweise auch schon verteilt. Ich lege es nachher einfach da außen vor die Tür, dann können Sie sich gerne was mitnehmen. Wir haben einige Künstlergespräche auch noch im Rahmen von der Ausstellung Warten, eine Podiumsdiskussion, eine Lesung, also ein sehr interessantes Programm in Kooperation auch mit dem Abaton und dem Metropolis Kino und den Freunden der Kunsthalle und auch dem AB Warburg Haus. Und diese Informationen und wesentlich mehr an Hintergrundinfos, an Interviews, an Filmen, an eigenständigem künstlerischem Material finden Sie auf einer Website, die gemacht wird. Das ist ein fortlaufender Prozess, wird immer wieder angereichert durch neue Materialien. Eine Website mit dem Titel www.warten-kunsthalle.de. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, da auch immer mal wieder reinzuschauen. Ja, dann wünsche ich uns allen nun einen anregenden Nachmittag und danke Frau Professor Wagner sehr herzlich für die Bereitschaft, heute für uns zu sprechen. Vielen Dank. Frau Kölle, herzlichen Dank für die lieben Worte. Ich kann nur hoffen, dass meine Stimme hält, sonst habe ich schon mit meinem Mann verabredet, dass er weiterliest. Mal gucken, wie es hält. Warteräume gewinnen an Bedeutung. Statistisch gesehen verbringen in einer globalisierten Welt immer mehr Menschen immer mehr Zeit in Warteräumen. In Bahnhöfen,
Flughäfen, an Bushaltestellen, in den sogenannten Restrooms großer Kaufhäuser, in Foyers von Hotels, in Empfangshallen von Büros oder öffentlichen Gebäuden, in Arbeitsämtern oder in den meist überfüllten Wartezimmern beim Arzt. Ich spreche also nicht über das ungeplante Warten, etwa von Flüchtlingen, deren ganzes Leben sich in einem Wartezustand befindet, einer erzwungenen Lebensform, die schon hier und feuchtwanger für die Exilanten während des Nationalsozialismus als Warten beschrieb. Vielmehr geht es mir um Räume, die ausschließlich für das Warten geplant und eingerichtet wurden. Solche Warteräume sind Schnittstellen, Scharniere oder auch Schleusen, die einen Übergang markieren, die einen Modus mit einem anderen verbinden. Meine Annahme ist, dass wir, also damit meine ich aber nicht mehr unbedingt meine Generation, sondern eine viel jüngere Generation, das heißt die Bewohner zumindest westlicher, spätindustrieller oder gar als postindustriell bezeichneter Gesellschaften, im Begriff sind, das Warten zu verlernen. Wir verlernen es, obwohl oder gerade weil wir immer mehr Zeit mit Warten verbringen. Aber diese Zeit wird heute zunehmend mit hoher Aufmerksamkeit für etwas anderes als für die Erkundung des Ambientes, in dem sich die Wartenden befinden, eingesetzt. Wir haben gelernt, die Zeit des Wartens für anderes zu nutzen. Zunächst waren es Zeitungen oder Journale, die das Warten verkürzen sollten. Meist aber wurde Kommunikation gepflegt, wie in dem sicher hier idealisierten Holzstich in einem Warteraum der Bank von 1896. Da wurden nämlich die aktualisierten Sparbücher neu ausgegeben. Nicht zufällig gab es an vielen Wartestellen bis ins 20. Jahrhundert hinein, manchmal bis in die 60er, 70er Jahre hinein, an diesen Wartestellen auch Zeitungskioske. Inzwischen erlauben die vergleichsweise winzigen Smartphones, in die Parallelwelt des Digitalen einzutauchen. Mobil lässt sich vieles erledigen, was sonst an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Räumen stattfand. Man kann natürlich auch sagen, das Warten habe sich grundlegend verändert. Jedenfalls, und darauf kommt es mir an, verliert der Ort des Wartens durch die Absorption für die Nutzer offenbar seine Spezifik. Die gegenwärtige Hamburger Ausstellung mit dem ja wirklich ungewöhnlichen und finde ganz tollen Thema zum Warten richtet den Blick dagegen auch auf Orte des Wartens. Eine Reihe von Künstlern haben spezifische Orte des Wartens festgehalten und ihren Blick häufig auf das Warten und die Warteräume in Gesellschaften und in Zuständen gerichtet, in denen der Ort und der Modus des Wartens noch eine Eigenheit besaßen und die Wartenden noch nicht von den nützlichen Ablenkungen oder der ubiquitären Welt des Internets absorbiert waren. Viele Arbeiten machen auf diese Weise auch einen Verlust. Das gilt zum Beispiel für die Fotoserie von Busstops in der ehemaligen Sowjetunion von Ursula Schulz-Dornburg, die in der Ausstellung zu sehen ist. Die Schwarz-Weiß-Fotografien wurden 1997 in Armenien aufgenommen. Einige Jahre später, zwischen 2003 und 2006, reiste der kanadische Fotograf Christopher Herbig durch 14 ehemalige Sowjetrepubliken und kam mit Hunderten von farbigen Fotos von Bushäuschen zurück. Natürlich können Warteräume in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich aussehen. Sie können sich zum Beispiel als Witterungsschutz unter freiem Himmel befinden, wie in den Weiten von Armenien oder Kasachstan, wo die in Beton gegossene Dynamik in den späten 60er und 1970er Jahren etwas vom Zukunftsoptimismus der Sowjets aufs flache Land bringen sollten. Oder sie thematisierten regionale Charakteristika, wie das Wartehäuschen in Gestalt eines kirgisischen Filzhutes.
die sozialistischen Betonhäuschen, auf denen oft hunderte von Kilometer langen Busstrecken unterscheiden sich alle voneinander, weil sie von regionalen Akteuren, häufig gerade fertig gewordenen Architekturstudenten, entworfen und in lokaler Regie errichtet wurden. Das muss man sich klar machen. In zentralistischen Gesellschaften ist ja häufig sehr vieles lokal passiert. Die Verschiedenheit gewährleistet für die Reisenden zudem eine leichtere Identifizierung des Ortes, und für die Wartenden offerieren die Busstopps Räume, die sich von der Umgebung, den Straßen und monotonen, alles verschlingenden Weiten des Landes abgrenzen, die überhaupt erst einen Ort markieren und eine Raumsituation herstellen. Die Ausstattung dieser Räume mit Wandmalereien, Mosaiken, mitunter auch figurlichem Schmuck, knüpft zugleich technisch und motivisch an Vertrautes an. Und dazu gehörten zum Beispiel die verbreiteten gestalterischen Elemente im öffentlichen Raum in Städten der Sowjetunion. Aus postsozialistischer Perspektive, aus der auch die Fotos dieser Busstopps entstanden, besitzen die Wartehäuschen den Charme von Spolien. Unter Spolien versteht man Trophäen eines untergegangenen Systems. Ihr ruinöser Charme lässt Nostalgie aufkommen, eben weil sie nicht mehr für ein aktives politisches System stehen, sondern nur Erinnerung sind. Die Fotoserien der beiden Künstler vermitteln diesen Spolien-Charakter auf je eigene Weise. Schulze Dornburg durch den Retro-Touch der Schwarz-Weiß-Fotos, Herwig durch eine verblichene Farbigkeit. Vielleicht schwingt angesichts der unglaublichen Varianz der Bushaltestellen auch etwas von Verlust mit. Denn 1994 begann der Siegeszug der Ball AG, die das wiedervereinte Deutschland mit den normierten gläsernen Bushäuschen auszustatten begann. Diese Stadtmöbel aus Stahl und Glas, die vollständig dem Transitorischen des Verkehrs verpflichtet sind, sollen Transparenz gewährleisten und jede Rückzugsmöglichkeiten in unübersichtliche Ecken unmöglich machen. Gegen diese transparente Monotonie haben hierzulande ebenfalls Kulturwissenschaftler und Künstler Einspruch erhoben, mancherorts erfolgreich, meist unter dem Protektionsschirm Kunst. So entstand exakt 1994, als die Wall AG expandierte, im Rahmen des Kunst im öffentlichen Raum-Projekts auf Betreiben von Lothar Romain in Hannover 9 Wartehäuschen von namhaften Architekten wie Frank Gehry oben oder Designern wie Ettore Sotsas oder Heike Mühlhaus unten am Sprengelmuseum die Haltestelle. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihre Dachkonstruktionen, folgen aber ansonsten dem städtischen Transparenzgesetz. Auf dem flachen Land gelten dagegen andere Vorschriften, zumal in Österreich. Auch in einer touristisch attraktiven Gegend wie dem Bregenzer Wald konnten 2014 Alternativen zu den transparenten Vitrinen errichtet werden. Auf Initiative des Wiener Architekturmuseums entstanden 7 Wartehäuschen, die zwischen einer Aussichtsplattform im Stangenwald von dem japanischen Architekten Tsu Fujimoro, Holzstapeln aus Eichenbrettern der spanischen Gruppe Ensemble und Stahlplatten in Gestalt steil abfallender Bergwände von Fiedler, Finch und Talieu aus Belgien oszillieren. Doch bleiben dies rare Ausnahmen. Sie lassen sich in ihrer Exotik strukturell durchaus den Wartehäuschen aus sowjetischer Zeit vergleichen, auch wenn sie andere Formen und Materialien aufweisen. Offenbar sind sie aus Transparenzmüdigkeit entstanden. Gleichwohl bleiben Normierung und Transparenz im städtischen Milieu dominant. Beides gilt nicht allein für Bushaltestellen, sondern auch für andere Warteräume, vor allem für die vollklimatisierten Wartezonen in Flughäfen. Das entspricht den vom Internet absorbierten Nutzern, die
die ja hauptsächlich bequem sitzen wollen. Ich möchte Ihnen hier keinen Überblick über gegenwärtige Warteräume geben, sondern lediglich einige Elemente skizzieren, wie sie sich in den Industrienationen historisch entwickelt haben. Ich gehe also jetzt nach diesem Opener so ein Stück zurück in die Geschichte. In Walter Benjamins Rezension von Franz Hessels Spazieren in Berlin aus dem Jahr 1929 heißt es über die Verfechter der neuen Architektur, über die Kunstwissenschaftler und Architekten, sie hätten, ich zitiere, dem Wohnen im alten Sinne, dem die Geborgenheit an erster Stelle stand, Zitat Ende, den Garaus gemacht. Ich zitiere nochmal Benjamin, Gideon, Mendelssohn, Corbusier machen den Aufenthaltsort von Menschen zu einem Durchgangsraum. Was kommt, steht im Zeichen der Transparenz. Zitat Ende. Benjamins Beschreibung zielte auf die Architektur des neuen Bauens. Ich habe Ihnen hier als eines von nahezu unendlich vielen möglichen Beispielen ein Haus von Le Corbusier aus demselben Jahr 1929 einfach so in Erinnerung gerufen. Die Beschreibung zielte also auf die Architektur des neuen Bauens. Doch das, woraus sich die Erfahrungen mit dieser Transparenz speisten, waren die modernen Verkehrsbauten. Der Inbegriff eines Durchgangsraums war seinerzeit, also in den 20er Jahren, noch immer der Bahnhof. Die Bahnhofshaftigkeit, von der Ernst Bloch sprach, dehnte sich in den 20er Jahren auf alle Lebensbereiche aus. Die Verbindung zwischen einem Wohnhaus des neuen Bauens und einem Bahnhof, die ja zunächst mal überhaupt nicht evident ist, besteht in erster Linie in der Skelettbauweise, die den großflächigen Einsatz von Glas erlaubt, wie er für die Abfahrtshallen der Bahnhöfe typisch ist. Auf die enormen Auswirkungen dieses Skelettbaus auf das Raumempfinden war der aus Hamburg stammende Architekt Gottfried Semper bereits 1849 zu sprechen gekommen. Er fühlte sich überall dort, wo Glas in großen Flächen auftrat, ich zitiere, sehr störend an jene kalten und den Zugwinden bloßgestellten Eisenbahnräume erinnert, die jede gemütliche Stimmung unmöglich machen. Zitat Ende. Den Glaseisenkonstruktionen haftete ihre Verwendungsweise an, sodass, wie noch Benjamin argumentierte, die neue Bauweise als Durchgangs-, aber nicht als Aufenthaltsort wahrgenommen wurde. Die Architekten des frühen Bahnhofsbaus hatten auf derartige Ängste Rücksicht genommen. Sie schufen eigens Warteräume, die den Zweck des Wartens vergessen machten und jedem Eindruck des Transitorischen entgegenwirken. Ich zeige hier als Beispiel von vielen, vielen anderen möglichen St. Pancras in London. Von Anfang an besaßen die Bahnhöfe nämlich mit dem Empfangsgebäude, das Sie hier links sehen, einen Bereich, dessen Oberflächen den gläsernen Bahnsteighallen, die dahinter lagen, Sie sehen die selber hier rechts, entgegengesetzt gestaltet waren. Also man kann sich das oder konnte sich das seinerzeit kaum vorstellen, dass das sozusagen diese zwei Elemente ein einziger Bautyp waren. Während die Empfangsgebäude zur Stadt hin steinerne Fassaden zeigten, öffneten sich die Bahnsteighallen mit ihren gläsernen Überdachungen zum Land hin, in die zu überwindende Weite gerichtet war. Genau dazwischen, zwischen steinerner Fassade und gläserner Bahnsteighalle lagen die Warteräume, in denen aus Bewohnern eines Ortes Reisende wurden. Und ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, das ist halt eine Entwurfszeichnung vom Frankfurter Bahnhof. Hier ist diese steinerne Fassade, das ist ein Schnitt, hier ist die steinerne Fassade zur Stadt und hier würde sich jetzt die Bahnhofshalle, die Bahnsteighalle anschließen. Hier sind die Warteräume loziert, also genau dazwischen, wo die
Und so, dass man sich diese Umwandlung des Bewohners eines Ortes in einen Reisenden sozusagen räumlich vorstellen kann. An Warteräumen, in Bahnhöfen überhaupt, wie an ihrer Gestaltung, nämlich an dieser Art der Gestaltung, die darauf Rücksicht nahm, dass Leute nicht in diese zugigen Hallen wollten, aber genau daran gab es auch heftige Kritik. John Ruskin, der trotz seiner vehementen Industrieschelte selber sehr gerne per Bahn unterwegs war, hielt das Bemühen, durch ihre ästhetische Gestaltung Aufenthaltsqualitäten zu erzeugen, für vergeudete Liebesmühen. 1849 schrieb er in den Seven Lamps of Architecture, das Beste, was die Erbauer dieser Tempel der Unbequemlichkeit, wie er die Bahnhöfe nannte, leisten könnten, sei es, dem Reisenden zu zeigen, wie er auf dem schnellsten Weg den Ausgang finde. Ich zitiere nochmal Ruskin, das ganze System des Eisenbahnreisens richtet sich an Menschen, die es eilig haben und denen es daher während dieser Zeit miserabel geht. Wenn es also irgendwo auf dieser Welt einen Ort gibt, an dem die Leute der Ruhe und Diskretion beraubt sind, die sie brauchen, um etwas zu genießen, dann ist es dort auf dem Bahnhof. Zitat Ende. Ruskin plädierte daher für eine vollkommen funktionalistische Architektur, wie sie später auch die Reformer und Historismuskritiker vertreten sollten. Er argumentierte, der Bahnhof transformiere nicht allein einen Menschen in einen Reisenden, sondern, ich zitiere, einen Reisenden in ein lebendes Paket. Diese unerträgliche Pakethaftigkeit sollten die Warteseele nicht auch noch unnötig verlängern, indem sie Aufenthaltsqualitäten suggerierten. Allerdings blieb Ruskins Position nicht unwidersprochen. So konterte die gleichaltrige englische Schriftstellerin George Eliot, ich zitiere, nirgendwo irrte sich Ruskin mehr als in der Annahme, die Menschen hätten an solchen Orten wie den Bahnhöfen keine Zeit zur Kontemplation. Zitat Ende. Daher gab es, also sie hatte durchaus recht, es war ein großer Diskussionspunkt, und es gab bei zahlreichen neu errichteten Bahnhofsgebäuden, ich zeige Ihnen hier den leider abgerissenen Bahnhof in Euston, Euston Station in London, der in den 60er Jahren erst abgerissen wurde, 1960er. Daher gab es bei zahlreichen neu errichteten Bahnhofsgebäuden Entwürfe für ein Bildprogramm, wie hier für die große Halle von Euston Station, das aber, wie in diesem Fall, nicht realisiert wurde. Auch in Deutschland und in Frankreich gab es ähnliche Debatten. Gustave Courbet zum Beispiel schlug vor, die Bahnhöfe mit Monumentalgemälden zu schmücken und die, ich zitiere, Wartesäle in Museen zu verwandeln. Zitat Ende. Die einen vermissten in den Bahnhöfen die für jeden Genuss geforderte Muße, die anderen, vor allem Anhänger der 1848er Revolution, sahen im Bahnhof den Ort für die Bildung der Massen und wollten die Wartezeit nicht vertrödelt, sondern effektiv genutzt sehen. Denn, so der Schriftsteller Jules Champfleury, ich zitiere, wenn Fresken irgendwo einen Sinn haben, dann dort, wo man sich die Zeit des Wartens durch ihre Betrachtung vertreiben kann. Der beste Ort dafür ist der Bahnhof. Der Bahnhof konnte also im 19. Jahrhundert entweder als Ort kontemplativen Wartens oder als rasche Durchgangsschleuse verstanden werden. Im Allgemeinen wurde das Eisenbahnsystem als ein Demokratisierungsinstrument verstanden. Schon weil die Reisenden erster Klasse nicht schneller ans Ziel gelangten als die der vierten, wie Englands berühmtester Bahnkonstrukteur Isambard Brunel zufrieden feststellte. Doch unterlag nicht allein das Reisen, sondern bereits das Warten der Einteilung in Klassen, die den vier Preisklassen der Fahrkarten entsprach. Und man denkt vielleicht, die Postkutsche, da wären die erste Klasse Passagiere auch nicht schneller ans Ziel gekommen als die
billigen Reisenden. Das ist aber nicht so, denn es gab für besonders schnelle Vierspänner gegenüber den Zweispännern und den Einspännern und die waren natürlich auch entsprechend sehr viel teurer. Künstlerische Darstellungen des Wartens, so zum Beispiel Honoré Daumiers Kreidezeichnung aus den 1860er Jahren, die auch als Lithografie weit verbreitet war, haben die Klassierung der Reisenden unterlaufen. Der Witz von Daumiers Blatt liegt darin, dass Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Klassen gemeinsam auf der dürftigen Bank einer Bahnhaltestelle im Nirgendwo unter freiem Himmel auf den Zug warten, beziehungsweise sich gemeinsam langweilen. Diesen provinziellen Mangel an Warteseelen nutzte Daumier, um im Zustand des Wartens alle Reisenden zu egalisieren. Demgegenüber waren die Warteseele der städtischen Bahnhöfe in vier Klassen eingeteilt. Hinzu kamen die fürstlichen Wartezimmer ebenso wie diejenigen für Alleinreisende weiblichen Geschlechts. Zwar gab es in den Wartesälen Billettkontrollen, doch auch die Gestaltung der Räume, ihre materialen Oberflächen, kommunizierten einen eindeutigen ästhetischen Code, der Ein- und Ausschlüsse regelte. Bereits auf den allerersten Blick ließ sich erkennen, ob man hierher gehörte oder nicht. Was Irving Goffman als Sense of One's Place bezeichnete, also das Gefühl für die eigene soziale Zuordnung zu einem Ort, fand in der ästhetischen Gestaltung der Warteräume ein klares Angebot. Und Sie sehen hier auch die Differenz, das ist erste und zweite Klasse. Im vorderen Raum sind keine Tischdecken, aber Wasser. Hier musste man nicht konsumieren, konnte aber konsumieren. Das war die zweite Klasse. Hier drüben mit Tischdecken ist die erste Klasse. Da sind auch die Räume in den Deckenplafonds und so anders ausgestattet. Die schlechte Qualität bitte ich zu entschuldigen. Alle diese Warträume gibt es nicht mehr und man ist auf Postkarten und sowas angewiesen. Die Wartesäle der ersten und zweiten Klasse wurden ebenso wie die Fürstenzimmer an den großen Umsteige- und Endstationen opulent ausgestattet. Genau dagegen hatte sich Ruskins ästhetischer Aristokratismus, wenn man mit Bourdieu sprechen wollte, gerichtet, der im souveränen Verzicht auf derartige offensichtliche Standesmarkierungen zum Ausdruck kam. Dagegen stießen genau diese opulenten Ausstattungen der Warteseele bei denjenigen, die hier nicht warten durften, als Sehenswürdigkeit auf äußerstes Interesse. Denn an bestimmten Tagen des Jahres waren zum Beispiel Warteseele der ersten und zweiten Klassen der Deutschen Staatsbahn für alle zugänglich, sodass mit ihnen auch die dort Wartenden besichtigt werden konnten. Die Räume der raumverschwenderisch hohen Säle, hier Hamburg, waren in der Sockelzone mit Holzpaneelen, darüber mit Wandmalereien oder Ledertapeten bekleidet und aufwendig gegliedert. Risalite, Pilaster, Säulen aus Stucco Lustro sowie kassettierte Decken oder gläserne Plafonds versammelten das architektonische Potenzial des Historismus oder auch des Jugendstils, wie Bruno Pauls Wartesaal des Nürnberger Bahnhofs demonstriert. Unter gigantischen Kronleuchtern, deren elektrische Leuchtkraft in alle Ecken strahlte, standen in Reihe und Glied Holztische mit beweglichen Stühlen. Meist gehörten in den Wartesälen der ersten Klasse Textilien dazu, die der zweiten und dritten Klasse waren erheblich schlichter. Neben blanken Tischen fanden sich an den Wänden meist Bänke. Man sieht das hier auf der rechten Seite. Hier ist ein Wartesaal der vierten Klasse abgebildet. In den Wartesälen, insbesondere der Staatsbahn, wurde alles aufgeboten, um den Reisenden ein Ambiente zu bieten, dessen einzelne Bestandteile am bürgerlichen Wohnraum orientiert waren. Diesen jedoch steigerten und monumentalisierten.
Der Geschmack der Schichten, der verschiedenen bürgerlichen Schichten, spiegelte sich also auch in den semi-öffentlichen Räumen. In den noblen Wagenseelen bildete die Vielfalt der Materialien und Oberflächen eine abwechslungsreiche Textur. Die Palette der Materialien entsprach den in den Kunstgewerben gesehen vertretenen Gewerken. Sie sollten den Wartesaal in einen Anschauungsunterricht vom gelungenen Zusammenspiel der Handwerker, der Stuckateure, Maler, Kunstschmiede, Zimmerleute, Tischler und so weiter werden lassen. Die Materialien selbst, das Holz für die Paneele und Fußboden oder den Sand für den Stuck und die Erden für die Wandfarben, das betonten die Fachorgane ebenso wie zeitgenössische Rezensionen der neu errichteten Gebäude, stammten aus dem Gebiet, das die entsprechende Bahnlinie durchfuhr. Damit suchte man der Furcht vor einer ubiquitären Verfügbarkeit von Materialien und natürlich auch von Arbeitskräften zu begegnen, die durch die Eisenbahn überhaupt erst möglich wurden. Ideologisch jedoch sollte der Materialreichtum und das Zusammenspiel der verschiedenen Berufssparten die Potenz der Nation in ihren einzelnen Regionen demonstrieren. Allerdings waren dies Beruhigungspflaster, denn Ende des 19. Jahrhunderts machte sich die Industrialisierung auch auf der Ebene der Oberflächen bemerkbar, die nicht länger die Bearbeitungsspuren der Hand zeigten, sondern diese nachahmten, sodass die Imitationsschelte auch den Wartesaal nicht verschonte. Die Verheißungen waren gewissermaßen nur mehr für das Auge gedacht, sodass das Holzpanel aus Furnier, die Stühle im Eichenlook aus gebalztem Weichholz bestanden und so weiter. Trotz fortschreitender Industrieproduktion blieben die Wartesäle bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in einer handwerklich erscheinenden Ästhetik orientiert. Die Wartesäle mit ihrer opulenten Materialvielfalt gerieten in den 1920er Jahren immer stärker im Gegensatz zu dem sich allmählich der Konstruktionsästhetik und der gläsernen Oberfläche der Abfahrtshallen annähernden Architektur und zu all dem, was der Bauhausdirektor Walter Gropius als künftige Kultur des Optischen bezeichnete. Jetzt mache ich einen großen Sprung. Heute sehen die Warteräume der Deutschen Bahn AG anders aus und sie heißen auch anders. Das Corporate Design der DB Lounges, die erste Klasse Passagieren und Vielreisenden mit einer Komfortbahncard vorbehalten sind, zeigt mattglänzende beige-schwarz gestreifte Laminatfußböden, ansonsten glatt verputzte weiße Wände, kubische rote Ledersessel und leicht bewegliche runde Tischchen mit polierten schwarzen Steinoberflächen. An manchen Orten kommen Lampen aus Milchglas mit poliertem Edelstahlfuß hinzu. Die Ausstattung spielt mit der Ästhetik der Avantgarde der 1920er Jahre, die in ihrer popularisierten Form heute zum Bildungsgut der Mittelschicht zählt. Im Gegensatz zu den alten historistischen Wartesälen wird hier keine Monumentalisierung angestrebt und das optische und taktile Angebot ist enorm reduziert. Doch die soziale Kodierung ist auch hier evident. Die Ästhetik der materiellen Oberflächen übernimmt für diejenigen, die diese Warteräume betreiben, für die Auftraggeber von Designern und Architekten also vitale Funktionen. Das erhält etwa ein von Aldo Lignaro und Almut Bierenheide in ihrem Reiseführer durch die Steppen der späten Moderne publizierten Interview mit dem Manager der größten europäischen Bahnhofs- und Shopping-Mall-Entwicklungsgesellschaft, der ECE, nicht ICE. Aus der Perspektive dieser Betreiber generieren das Design und die entsprechenden Materialien das Wohlbefinden der erwünschten Adressatengruppe, während sie unerwünschte Besucher abschrecken. Aus Sicht der Betreiber ist es die zentrale Aufgabe des Designs und der dafür eingesetzten Materialien und den Bahnhöfen und den Warteräumen, die, wie das heißt, 3S, das ist der Fachjargon für Sicherheit, Sauberkeit und Schönheit, herzustellen. Für den Leipziger Hauptbahnhof etwa
der ursprünglich 1915 fertiggestellt, nach der Wende umgebaut und 1997 mit einer zweigeschossigen Shopping Mall neu eröffnet wurde, beurteilt der ECE-Manager die gezielte Oberflächengestaltung als erfolgreiches Konzept sozialer Segregation. Ich zitiere: Der Einsatz aus poliertem Granit, Glas und transparenten Leuchtkästen hat insgesamt den gesamten Bereich des Bahnhofs und das Milieu verändert. Nur diese Materialien alleine, die bringen schon die ersten 90%. Zitat Ende. Eine Atmosphäre aus Glas und Licht vertreibe alle, die keine Kunden der Bahn oder der Shopping Malls sind. Sie, diese Designs, ich zitiere nochmal diesen Manager, ziehen nämlich die Hemmschwelle hoch. Innerhalb dieses Gesamtmilieus werden die Warteräume seitens der Bahn als, ich zitiere, elegante Sitzlandschaften in stilvollem Ambiente offeriert, die wiederum im Sinne von Goffman's Sense of One Plane symbolisch regeln, der hierher gehört. Was dem Design zugesprochen wird, basiert auf einer bis auf Leon Battista Albertis 10 Bücher über die Baukunst zurückzuverfolgenden Annahme, dass nämlich ein Bauwerk durch nichts vor der, ich zitiere Alberti, Gewalttätigkeit der Menschen so sicher und so unverletzbar ist, als durch die Würde und die Anmut der Form. Zitat Ende. Vielfach variiert und von der Form auf das Material ausgedehnt, bildet die Ästhetik offenbar bis heute eine gewisse Bastion gegen den Vandalismus. Die Leipziger Umgestaltungsmaßnahmen zielten weniger auf den ökonomischen Wert als vielmehr auf den Rang in der Hierarchie der Materialien, die sich meist aus einer langen Tradition an Nutzungen und Zuschreibungen speist. Glas, das Gropius 1926 als reinsten Baustoff aus irdischer Materie gepriesen hatte, bedarf intensiver Pflege, damit es seine genuinen Eigenschaften, Transparenz und Glanz bewahrt. Dass sich beide jedoch nicht einfach dem Material verdanken, sondern deren Aufrechterhaltung mit permanenter Arbeit verbunden ist, hat Jeff Wall auf unvergleichliche Weise in einer seiner Fotoarbeiten zum Ausdruck gebracht. Er zeigt am Beispiel von Mies van der Rohe's legendärem Barcelona-Pavillon, vielleicht ein idealer Warteraum von 1929, wer den Glanz bewahrt und die Transparenz der Fensterwände aufrechterhält. Materialien mit niederem Status, wie etwa unglasierter Backstein, der sich nicht polieren lässt, würden, so die Annahme der Agentur für Bahnhofsentwicklung, Verschmutzung und Beschädigung geradezu herausfordern. Für öffentliche Bauten, das hatten selbst Bescheidenheitsapostel wie Cato und Seneca schon im alten Rom vertreten, sollten höherwertige Materialien eingesetzt werden. Und um noch ein weiteres Beispiel nur zu zitieren, 1857 heißt es bei Karl Rosenkranz in seiner Ästhetik des Hässlichen lapidar: Ein Ziegel wird auch durch die Ewigkeit nicht erhaben. Upgrading heißt daher die Devise, mit der den anfälligen Backsteinoberflächen und unübersichtlichen Nischen seitens der Bahn begegnet wird. Dass aber niedere Materialien in bestimmten Kontexten eine spezifische Aufgabe übernommen haben, darauf komme ich gleich noch zurück. Die Homogenisierung und Purifizierung der Oberflächen erfährt in den Warteräumen der Flughäfen ihre Steigerung. Die Wartebereiche innerhalb der Sicherheitszonen erscheinen als gläserne Boxen, deren materielle Transparenz ihre metaphorische Transparenz sichern soll. Wenn es irgendwo Sinn macht, Colin Rose und Robert Slutsky's strikte Unterscheidung von wörtlicher und metaphorischer Transparenz des Glases über Bord zu werfen, ohne der Propaganda von den angeblich transparenten Verhältnissen der Glasarchitektur aufzusetzen, dann hier. Denn in den verglasten Abteilen der Flugsteige wartet nur, wer zuvor schon in den Sicherheitsschleusen durchleuchtet, also transparent wurde.
Das Steinfurnier, das glänzende Steinfurnier der Fußböden lässt im Verbund mit den Metallgestellen der weltweit verblüffend ähnlichen Bestuhlung bereits im Vorfeld des Fliegens einen Eindruck von Schweben entstehen. Die silbrig reflektierenden Metallrahmen der Sitze scheint die Gesetze der Schwerkraft zu negieren, sodass man sich an Marcel Breuers Bauhausfilm erinnert fühlen mag, der einen Sitz aus verdichteter Luft auf der Spur war. Die Utopie der Moderne, die Entstofflichung und die utopische Materialüberwindung erscheint in den Warteräumen der Flughäfen auf gespenstische Weise realisiert. Hier unten sehen Sie sozusagen das Ideal des Sitzen in komprimierter Luft. Und diese Utopie dieser Entstofflichung und Materialüberwindung erscheint in den Warteräumen der Flughafen auf geradezu gespenstische Weise realisiert. Gespenstisch, weil die Moderne mit der Transparenz Hoffnung auf die Befreiung von materiellen Zwängen verbunden hatte, die nun unter der Prämisse der totalen Kontrolle eingelöst werden. Auf den Flughäfen, in denen mehr als irgendwo sonst die Standardisierung der Ausstattung mit der Ökonomisierung des Raums einhergeht, findet das Warten in Durchgangsschleusen statt. Dem entspricht die optische Öffnung, zum Rollfeld. War man in den Wartesälen der alten Bahnhöfe in einem geschlossenen Ambiente dem Abfahrtsort verbunden, so ist hier alles auf den Transport, auf das Verschwinden aus dem gebauten Raum ausgerichtet. Und von hier gibt es kein Zurück. In extremem Unterschied, ich komme zum Schluss, zu den ebenso monotonen wie monofunktionalen Warteräumen der Flughäfen zeigten sich die Hotelfoyers bis heute durch unendlich variantenreiche Gestaltungen und großen Materialreichtum aus. Von jeher waren sie darauf angelegt, die Höhenlage der Herberge anzuzeigen und den Rahmen für die Selbstdarstellung der Gäste zu bieten, die hier ihren sozialen Rang wie ihren individuellen Habitus inszenieren können. Das Design der Foyers ist schon aufgrund des Konkurrenzprinzips darum bemüht, sich von allen anderen zu unterscheiden, aber gleichwohl überindividuell zu bleiben. Trotz des überwältigenden Facettenreichtums lässt sich dennoch grosso modo mit dem Aufkommen des Grand Hotels, die parallel zum Bau der Eisenbahnlinien entstanden, die Tendenz zum standardisierten Luxus ablesen. Mit profitabler Raumverschwendung und dem Signet kostbarer Materialien mit Glasdecken und Kübelpflanzen wurde jenes kleine Modell einer Weltstadt generiert, das Franz Kafka 1928 im Hotelfoyer pries. Will man den literarischen Lobeshymnen auf das Hotelfoyer Glauben schenken, dann wurde Warten in dieser Welt im Kleinen, in der keine abfahrenden Züge, Busse oder Flugzeuge die Aufenthaltsdauer bestimmen, zur Lebensform stilisiert. Hier benötigt man kein Billett Ticket und nicht einmal einen Zimmerschlüssel. Das Hotelfoyer als Schnittstelle zwischen dem privaten Wohnen und der städtischen Öffentlichkeit ist über den strengen sozialen Code geregelt, aber nicht der direkten Überprüfung unterworfen. Eine signifikante Variante möchte ich herausgreifen aus diesen unendlichen Möglichkeiten der Hotellobbys, die ich für die 1990er Jahre auch für andere Räume für signifikant halte. Eine Welt im Kleinen sind erklärtermaßen die Themenhotels in Las Vegas. Das 1997 eröffnete New York, New York war einige Jahre lang das erfolgreichste Hotel, der erfolgreichste Hotel- und Unterhaltungskomplex der Stadt, und zwar nicht aufgrund dieses Nachbaus von Manhattan, sondern aufgrund seiner Ruinenästhetik in Gestalt von Kunstwerken und einzelnen Designelementen im Innern. Hier fanden sich Anstreicher und Tapezierer wie die von Stuart Johnson Jr.
entworfenen Gestalten ebenso wie Graffiti ausrangierte Hydranten und eiserne Kanaldeckel, aus denen wie im großen New York ständig Dampf quoll. Als Robert Morris 1992 seine mehrfach inszenierte Steam-Skulptur, die auf dasselbe Alltagsphänomen in New York Bezug nimmt, auf dem Pittsburgher International Airport installierte, gab es trotz der Lage außerhalb der Gebäude, nämlich zwischen Abflughalle und Parkhaus, sofort Sicherheitsalarm. Der unkalkulierbare Dampf, der sich verdichtet und über der auflöst, schien den Sicherheitsinspektoren des Flughafens undurchsichtig. Im Hotel von Las Vegas war dagegen die durch Kunst geadelte Inszenierung gerade wegen ihrer Undurchsichtbarkeit und wegen ihrer Referenz auf die maroden Leitungen im realen unterirdischen New York eine Attraktion. Diese äußerst erfolgreiche Ruinenästhetik von New York, New York, zeitigte viele Varianten. Und besonders umkämpft waren die Flughäfen, die sich angesichts der Uniformierung der funktionalen Ausstattung durch Kunstwerke etwas Unverwechselbares zu geben suchten. Das endete allerdings vornehmlich bei Lichtskulpturen, die dem Transparenzgebot entsprechen. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften kam es nur äußerst selten zu Realisierungen, die dem etwas entgegensetzten. Zu ihnen zählte die Abfallskulptur in einem Wartebereich vor dem Security Check auf dem Flughafen von Albany im Bundesstaat New York. Die gewissermaßen expandierende, sich von der Wand auf den Boden ergießende Skulptur besteht aus dem, was ein lokales Künstlerinnenkollektiv aus den Papierkörben des Flughafens zusammengetragen hatte, um den Wartenden ihre Abfallproduktion vor Augen zu führen und die Mülltrennung zu befördern. Das war nämlich gerade ein städtischer Diskussionspunkt. Nur das vehemente Insistieren auf der Geste des Recycling und die verordnete Abschirmung durch eine Glaswand erlaubten es, die Skulptur zu installieren. Jenseits dieser strategischen Schwierigkeiten auf einem Flughafen entsprach jedoch das Einbeziehen des Ausgeschiedenen einer Tendenz, die im Kontext kontrollierter semi-öffentlicher Räume im ausgehenden 20. Jahrhundert verbreitet war. Inzwischen hat sich der Umgang, also in den neuen Jahrtausenden, mit dem Ruinösen erheblich modifiziert und die Isolation von Glas oder auch das vollständige Abräumen dieser Situation hat sich verstärkt. So geben etwa in der DB-Lounge des Dresdner Hauptbahnhofs die bodentiefen Rundbogenfenster den Blick frei auf eine ebenfalls von Rundbogenmotiven gegliederte Backsteinwand. Durch die Glasscheide getrennt erscheint die sehr schlecht gemauerte Backsteinwand der Rückseite des ehemaligen Packhofs, die einst für das Publikum unsichtbar war und nur dem Verladen von Frachtgut diente, optisch in die Lounge integriert. So kann auch die brandneue DB-Lounge über die Ästhetik einer Art Povera an der Historizität des Bahnhofs teilhaben. Wir kennen ja ähnliche Phänomene, wo das spolienhaft gerettete Ambiente in ähnlicher Weise integriert wird. Benjamins Prognose, was kommt, steht im Zeichen der Transparenz, hat sich mehr als bestätigt. Doch evozieren Transparenz und Homogenisierung der öffentlichen und semi-öffentlichen Räume offensichtlich auch den Wunsch nach Alternativen. Distinktion blieb bis zum Ende des letzten Jahrtausends und man kann, glaube ich, sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der IS den Krieg auch in die europäischen Metropolen brachte, wurde Distinktion auch über das Ruinöse und das Opake gesucht. Das hat sich heute mit den Sicherheitsbestimmungen, auch der Angst vor allem nicht überschaubaren, grundlegend geändert. Symbolisch aber wurde in den 90er Jahren das reintegriert, was systematisch ausgeschlossen war.
Das andere der Gesellschaft wurde im Status von Kunst und Design vergegenwärtigt. Die Transiträume des späten 20. Jahrhunderts charakterisierte der Ethnologe Marc Auger aufgrund ihrer Monofunktionalität und ihrer Geschichtslosigkeit mit der von Michel de Certeau stammenden Begriffsschöpfung 1992 als Nichtorte. Den Nichtorten fehlen die komplexen Nutzungsstrukturen von Orten und die Dauer als Bedingung ihrer Historizität. Die Patina des Gebrauchten, in begrenztem Maße eingesetzt oder durch eine Glasscheibe abgegrenzt, verleiht selbst transparenten Transiträumen einen Anflug von Geschichte und die Ahnung von dem und den anderen. Die Übermoderne, so fügte Auger allerdings ohne Illusion hinzu, macht das Alte zu einem Spektakel eigener Art, so wie es mit allem Exotischen geschieht. Zitat Ende. Zu fragen bleibt, wie dieses Spektakel des realen Ortes mit der Parallelwelt des Internets bei wartenden Smartphone-Benutzern interagiert. Vielen Dank für Ihre Geduld. Was es auch so über das Warten zu erzählen hat, also Sie haben ja berichtet über diese fehlende Komplexität und fehlende auch Historizität. Denken Sie, dass die Kunst das alles dann auch leisten soll? Also dass sozusagen über die Hintertür der bildenden Kunst, die man mit integriert in die neuen Warteräume, dass da eine zunehmende Komplexität auch mit eingeholt wird? Wenn, dann sicherlich nur für eine sehr kleine Gruppe, weil das ist ja genau die Kunst, die selber auf Alltagsphänomene zugeht und Alltagsphänomene auch aufgreift, wenn auch in einen anderen Modus transformiert. Aber auch diese Dampfskulpturen von Morris haben ja auch etwas mit Alltagserfahrungen zu tun. Also und sie überhaupt als Kunst zu realisieren, ist ja schon mal also sozusagen ein Schritt. Und ich glaube, dass diese osmotische Beziehung von einem Austausch, also sowohl in die eine wie in die andere Richtung, nämlich also der Überschreitung dieser Schwelle von Kunst und Nichtkunst, das Interessante daran ist. Und das Aufregende finde ich eigentlich, dass die Designer auch in populären Sachen, wenn das über Kunst schon mal recycelt wurde, geadelt wurde, dann zugreifen und irgendwie so wie ein Trickle-Down-Effekt. Und das finde ich eigentlich einen aufregenden Vorgang, also weil so werden ja letzten Endes auch Avantgarde-Strategien irgendwann verkraftbar. Also so wie die abstrakte Kunst dann auf, was weiß ich, der Tischdecke gelandet ist. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag, sehr informativ, und Sie haben wunderbar auch die physischen Räume, die materiellen Räume analysiert und auch die Historie. Es war sehr interessant, diesen Abriss überhaupt, den Zusammenhang mitzubekommen. Was mir auffiel, Sie kommen natürlich aus der Kunstgeschichte, nicht aus der Soziologie, dass auch alle Beispiele, die Sie analysiert und gebracht haben, ohne Akteure abgebildet wurden. Und das gibt ja jetzt die Architektur und auch die Materialien gibt ja eine bestimmte Nutzung vor. Denn ich komme eher aus einer anderen Richtung, aus der Performativität, wo das ja eigentlich besagt, dass erst durch die Handelnden, durch die Akteure diese Räume erst hervorgebracht werden. Also ich kann das jetzt angucken und das gibt mir vor, dass da Leute sitzen können oder stehen können und dort Zeit verbringen. Aber ist ja auch die Akteure eigentlich erst durch die Nutzung das zu Warteräumen lassen werden. Haben Sie in die Richtung auch geforscht oder können Sie da was zu sagen? Also ich möchte auf zwei Ebenen antworten. Ich finde das sehr schön, dass Sie das anmerken. Ich bin mir dessen voll und ganz bewusst. Und ich bin aber nicht ausgebildet, um das, was vielleicht ein Soziologe oder ein Interaktionsforscher oder sowas beibringen kann. Das finde ich toll, wenn man zusammenarbeiten kann. Die andere Seite ist aber, dass ich schon meine, dass so Räume selber auch Akteure sind.
Also, und dass sie etwas hervorbringen, was auch Handlungsweisen bestimmt. Also es ist ja nicht nur einseitig, dass ich oder sie oder Menschen das so oder so benutzen, sondern die Vorgaben der Designs sind ja ganz stark. Und ich finde zum Beispiel diese sozialen Schranken, die in diese Designs eingebaut sind, enorm heftig, weil bestimmte Sitzweisen oder Lümmelarten oder so, die müssen sie beherrschen oder sie werden von den Objekten selber hervorgebracht und sie werden damit also sozusagen formiert. Ich glaube, insofern würde ich sagen, das halte ich eher für eine Interaktion von Objekten und Raum und den Nutzern. Aber ich würde gerne mit jemandem zusammenarbeiten. Da gebe ich Ihnen voll recht. Das ist ja ähnlich wie auch in der Stadtarchitektur, wo das ja auch vorgegeben wird. Wo geht man am Haus vorbei? Und ja. Genau. Ja, oder durch bestimmte Pflasterungen. Das muss man gar nicht direkt merken, sondern man wird gelenkt. Und Sie können in der DB-Lounge nur in einer bestimmten Weise sitzen. Also weil diese Armlehnen sind so hoch, dass für meine Körpergröße ist es eine Anstrengung. Also muss ich so sitzen und bin dann also auf Bescheidenheit reduziert. Sonst muss ich mich aufblasen und muss so machen. Das ist anstrengend. Also ich wollte nur sagen, das tut ganz konkret was mit einem. Okay, vielen Dank. Auch vielen Dank. Sie haben zum Schluss eine Frage aufgeworfen, wie der Warteraum mit der Digitalität, die heute vorherrscht und uns ubiquit herumgibt, interagiert. Haben Sie da schon einen Ausblick, ein paar Forschungsgedanken? Ich bin am Beobachten, aber vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Wir können uns gleich mal unterhalten. Ich untersuche das Thema tatsächlich. Ich untersuche den Zusammenhang tatsächlich jetzt zukünftig, deswegen bin ich auch hergekommen. Ja, also da bin ich noch ein digitaler Laie. Ich beobachte das mit großem Interesse, weil auf der einen Seite dieses Ambiente unwichtig wird, aber nicht vollkommen, sondern die Entlastung des Körpers spielt offenbar eine große Rolle, dass man bequem haben will, also gut anlehnen oder sitzen oder sowas, damit man sich konzentrieren kann auf dieses Etwas, was da oben ist, scheint egal zu sein. Hell muss es auch, also eine gewisse Helligkeit muss da sein. Also ich glaube, es sind andere Faktoren als in der alten, in der analogen Welt.